Heute wird gezaubert, bis der Stab glüht. Ich begrüße euch zu diesem Video. Ich bin's, der Sascha, und ich schaue für euch heute in Vaughn's Allianz. Oder auch die Allianz der Zauberstäbe, so heißt es im Deutschen, im Quest Store. Und dort findet ihr das Spiel auch für die Quest 2 für 19,99. Vaughn's ist schon älterer Titel. Das war ein Multiplayer-Spiel mit 1 gegen 1, wo man mit einem Zauberstab und mit einem Schild ja sich gegeneinander behakt hat. Vaughn's Allianz legt jetzt nochmal eine Schippe oben drauf und das ist jetzt ein 3 gegen 3 Multiplayer. Das ist natürlich sehr, sehr schwer, so ein Spiel zu reviewen, gerade wenn es neu ist, weil ich bräuchte jetzt theoretisch 5 Mitspieler, die mit mir dieses Video machen. Und die habe ich natürlich nicht mal eben in eine Hosentasche. Ich habe mich jetzt erstmal alleine durchgefuchst, damit ihr auch mal schauen könnt, könnt ihr euch das kaufen, wenn man jetzt keine Freunde hat, findet man Randoms schon auf dem Server, so frisch nach dem Start des Spieles. Und das Tutorial, es ist ein bisschen länger, das habe ich ausgiebig gespielt. Ich lege euch auch ans Herz, das auch zu spielen, weil das müsst ihr. Und alles andere zum Spiel sage ich euch jetzt nach dem Video im Fazit. Ich würde sagen, Zauberstäbe raus und dann ab dafür. Ich bin in Vaughn's Allianz, verbinde mit Servern. Okay, so startet das Spiel. Es ist wahrscheinlich das klassische Vaughn's, ne? Das kennt man ja 1 gegen 1. Und das jetzt hier ist 3 gegen 3. Okay, ich habe hier schon so Kugeln. Und ja, er hat die Server gefunden, ist jetzt frisch erschienen, 19,99 €. Und ich habe natürlich jetzt gleich ein mega, mega Problem. Das ist ein 3 versus 3, also 3 versus 3 Spiel. Also Vaughn's, wie man es kennt, nur 3 gegen 3. Und ja, ich bin alleine, ne? Und ich muss jetzt praktisch 5 Spieler finden, die mit mir spielen. Ich hoffe, dass schon Leute auf dem Server sind. Ansonsten wird das hier so ein Tutorial-Video, ne? So ein erstes kleines Eindrucksvideo. Ich muss mal schauen, wie ich es handle und wie ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal rein, was passiert, wenn man es alleine startet. Ja? So, Berechtigung erteilen, mach mal. Okay. Das sieht schon mal cool aus. Alles in Deutsch, erstelle dein Kampfset. Schadenkontrolle, kann ich mich hier drehen? Nein, das muss ich alles selber tun. Okay, Schießanlage, Ziel in diese Richtung. Okay, also ihr braucht 360 Grad, das ist natürlich schon wieder mega hier für mich, aber ich gucke erstmal in die Einstellungen für euch. Hat-Entfernung könnt ihr einstellen. Ach guck mal, das kann man sofort hier so sehen, ne? Da seht ihr euer Hat, wie weit wir das entfernen möchten. Hat-Höhe, ihr könnt auch die Höhe einstellen. Und ihr könnt die vertikale Spanne, ach so, das ist den Zwischenraum dazwischen. Untertitel machen wir natürlich an, Audio, volle Pulle, Sprache natürlich Deutsch. Also alles andere ist auch noch da. Dann haben wir Freunde. Schauen wir mal, wer das gerade alles so spielt. Keiner. Okay, Geschichte, Einladungen, blockiert. Man kann auch Leute blockieren, schaut mal. Okay. Haben wir das? Mitwirkende und beenden und das war's. Ja, also ihr braucht 360 Grad. So, erstelle dein Kampfset, Geschichte. Das bin ich, ne? Ganz, ganz klar. Level 1, freischaltbares. Was haben wir da? Okay, Level 5, Level 8. Okay, so, was ist das? Wir drehen uns einfach mal um. Nützt ja nichts, ne? Jetzt gucken wir wieder, wo meine Greenscreen ist. Hier ist sie schon. Da ist ein Spiegel, aber da sehe ich nichts. Okay. Schaden. Best Offense is a good okay, jetzt sehe ich was. Hier sind dann die Zauberstäbe, die er hier mir gleich präsentiert. Okay. Kontrolle. Unterstützung. Okay, und die sind noch gesperrt hier. Die kann ich mir noch nicht anschauen. Untertitel kann man sehr gut lesen. Hier sind so Karten, das werden die wahrscheinlich dann nur erklären. Also man kann vorher hier sein Zauber-Equipment zusammenbauen. Seht ihr hier, ne? Keine Ahnung, wie das funktioniert. Wahrscheinlich muss ich die Dinger da reintun, irgendwie so. Okay. So, was haben wir hier? Ziele in diese Richtung. Schießanlage. Okay, wir probieren das einfach mal, ne? Komm, nimm mal hier so ein, was weiß ich, gar einen Pfeil. Achso, dann kann man es lesen. Ein Geschoss, das beim Aufprall 35 Schaden verursacht. Abklingzeit 2 Sekunden, Aufladezeit keine. Okay, dann könnt ihr euch das alles durchlesen. Das ist alles super knackscharf. Also das sieht wirklich cool aus. Was ist das? Was habe ich gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. So, jetzt nehme ich das Ding hinein. Wie packt man das denn jetzt da rein?
Okay. Allgemeine Zauber? Zaubersammlung? Nee. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach mal hier. Ich hätte doch gerade hier mein... Ist egal. Nimm mal hier. Ah, so. Ah. Okay, wenn ich die Grifftaste loslasse, dann ist wieder Schicht im Schacht. Okay, ah, jetzt kann ich hier üben. Zack. Okay, da seht ihr auch, wie viel Schaden das macht, ne? Und wie gesagt, 2 Sekunden dauert die Abklingzeit. Kann man die irgendwo sehen? Weil ich kann da jetzt nicht sofort wieder... Ich drücke die ganze Zeit, dann passiert nichts. Okay. So, Licht, der wieder... Was ist ein Eisschatten? Friert eine Laterne ein, absorbiert das Licht. Probieren wir das auch mal aus. Aha. Okay. Irgendwie tut sich da nichts. Oder ich verstehe es nicht. Eins von beiden. Okay. Schwertregen. Schwerkraftquelle. Okay. Auch da. Oh, da tut sich das irgendwie so ein schwarzes Loch oder was. Okay, das muss man natürlich alles erlernen, aber es sieht gut aus, ja? Man kann alles mega cool lesen, alles in Deutsch. Und was haben wir denn noch gehabt? Schaden. Ich will Schaden. Schaden ist besser. Hier, Blitzschlag, ne? Komm, hier, wir machen hier mal. Ach, das ist gesperrt, aber kann man das trotzdem ausprobieren? Ah. Ah, das lädt sich auf, guck mal. Fuck. Das hat jetzt mal eine längere Abklingzeit, ne? 7 Sekunden, okay. Da müsst ihr natürlich lange warten. So, 7 Sekunden sind rum. Ach, da oben sieht man die Abklingzeit, seht ihr? In dem Hut, hier oben rechts. Okay. Okay, so. Genug rumgespielt. Also das sind jetzt, wie gesagt, die Zauberer, die ich alle spielen kann. Da haben wir eine Geschichte, was immer das ist. Und wir haben Tutorial. Ich mache jetzt erstmal Tutorial. Wir schauen uns das einfach erstmal an. So. Wie gesagt, da spielt man 3 gegen 3. Oh, Level sieht cool aus, Leute. Das sieht richtig gut aus. Gefällt mir. Okay. Well, look no further. This introductory training course will have you dodging, traversing lanterns. Okay, man kann zwischen Laternen hin und her springen und Zauber bewirken, was weiß ich. Okay, es gibt 3 Maps zum Start, das weiß ich auch schon. Look above you and you'll see a magical lantern. A wielder's magic only works within its light. Move too far away and your mind will be tossed into the void. Ach so, da ist meine Laterne, okay. Until you move back inside. Also ich darf nicht so weit weg von dieser Laterne. Komm, wir probieren das einfach mal. Just press start when you're ready. Ach ja, du musst ja Start drücken. Okay, du bekommst hier in der Hand einen Zauberstab. Finde alle Gegner, trappen und schieße auf sie, um sie zu zerstören. Okay. Also die sehen echt cool aus, die sind mega scharf. Okay. Genau, das ist dann die Abklingzeit, rechts und links hier oben. So. Zack. Zack. Ja, fühlt sich cool an. Controller vibrieren, auch wenn ich schieße. Explosionen sehen auch cool aus. Ist okay. So, benutze deine Zauberstäbe. Sind hier noch mehr? Um alle gegnerischen Zielattrappen zu zerstören. Ja, wo sind hier noch welche? Bin ich blind? Hinter mir? Nein. Ach da, guck mal, zerstöre mich. Steht da ganz groß. Oh, ich habe daneben geschossen. Okay. Ziele auf die Laterne und halte die Grifftaste gedrückt, um zu springen. Okay, ich kann jetzt zwischen verschiedenen Positionen gleich hin und her springen. Und das macht man dann mit der Grifftaste. Okay. Aber ich kann mich nicht über die Sticks drehen. Das finde ich ein bisschen blöde, ganz ehrlich. So. Das nochmal machen, oder was? Achso, ich soll da weitermachen. Okay. Also einfach die Grifftaste, dann kommt so ein Pfeil und dann zack, zieht der einen da einfach hin. Ah, das ist schon geil. Aber es sieht wirklich cool aus, das muss ich ganz ehrlich sagen. Teleportieren, greifen. Die gegnerischen Übungspunkte werden Zauber auf dich werden. Weiche aus oder verstecke dich hinter einer Deckung, um 20 Sekunden zu überleben. Was ist denn hier? Ach so, ich soll ja jetzt... Okay, dann mach mal. Pay attention to the enemy dummies beneath the lanterns. Move or use cover to avoid their incoming projectiles. Ja, ich mach schon. Also ich muss ausweichen. Was denn? Ich wollte hier. Getötet vom Bot. Super. Mega. Ja, machen wir hier nochmal neu. Okay.
beneath the lanterns. Move or use cover to avoid their incoming projectiles. Okay, also ihr braucht echt ein bisschen Platz, das nützt nichts. Okay. Ja. Okay. Okay. Aber das klappt nicht, ich komme da nicht rüber. Okay, die hauen jetzt immer hier vor die... That's the spirit. Can't kill what you can't hit. Aber das war doch eine Laterne, ne? Oder war das die Laterne? Bin ich blöd? Okay, dann. Oder ist das... Hä? Ja, aber die wird doch hier angezeigt, oder nicht? Okay. Lektion 2 abgeschlossen. Okay, gehen wir hier hin. Egal. So, und jetzt da oben hin? Ne. Zack. Jetzt wird's dunkel. So. Each of your wands can be equipped with two different spells. That's four in total. Zauberwechsel, okay. Current spell, just press the button. A skill zur Heilung must be able to switch between spells in the heat of battle. Okay. This allied dummy is wounded and needs your help. Okay, Heilzauber. X und A. Da kann ich den Zauber wechseln. Ah, das sieht man hier. Guck mal, das dreht sich dann sogar. Cool. So, den soll ich heilen. Good. Now switch between your different spells. So, ich mache wieder hier auf Kampf. Zack. Zack. Also es fühlt sich wirklich toll an. So, den sollen wir wieder heilen. Bumm. Und den da wieder, den auch heilen. Und den da oben zerstören. Kann man dazwischen durchschießen hier? Okay, das ist meine Greenscreen. Die habe ich gerade fast umgeschrieben. Ich hätte mir ein bisschen mehr Platz machen sollen, ich weiß. Mastering the art of the spell switch is a great... A good wielder has spells for every occasion. Here you will learn how to change your equipped spells between battles. In einem Match kannst du deinen angelegten Zauber austauschen. Der Zauber neben deinen Zauberstäben sind angelegt. Die unteren sind deine Alternativen. Hier fährst du, wenn du es im Kampf nutzen kannst. Okay. Aber das mache ich dann im Kampf. Tausche die Plätze von zwei deinen angelegten Zauber, greifen, ersetze dann einen deinen angelegten Zauber durch einen deiner Ersatzzauber. Tausche die Plätze der angelegten Zauber. Okay. Kann ich hier hinpacken? Ich weiß nämlich nicht mehr, wo ich stehe, Leute. Ach so, ich muss das mit den Karten machen. Okay. Try to grab a card and place it on one of the equipped ones to swap them. Habe ich jetzt getauscht, ne? Mach mal da. So, habe ich. Aha. Ja, habe ich. Und jetzt? Ja, mal nochmal. So. Ja, hab ich doch gemacht. Hallo? Ja. Ich habe jetzt ganz viele hin und her getauscht. Muss ich das irgendwo bestätigen? Teleportieren, greifen, ja. Ja, wie oft denn noch? So. Und ein Grün. Muss das immer ein Grüner sein und ein... So ein Schießding oder was? Tausche die Plätze von zwei deinen angelegten Zauber greifen. Okay. Ja, was denn nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich tausche die ganze Zeit hin und her wie so ein. Ich hab fertig. Da. Tausche die. Ja, ich hab die getauscht. Was will denn der jetzt hier von mir? Okay. So, also so rum kann man nicht tauschen, nur so. So, was habe ich jetzt gemacht? So. Es geht nicht weiter, Leute. Ich weiß nicht, was ich hier falsch mache. Muss ich jetzt irgendwo mich hinzoomen hier? Ne. Ja, es geht nicht weiter. Es ist vorbei. Es ist. Das Spiel ist zu Ende. Tausche die Plätze von zwei deinen angelegten Zauber greifen.
Ja, aber ich habe das doch jetzt gerade schon getauscht, oder? So. Ja, das ist wieder so ein Video, ne? Braucht kein Mensch. Good. You are free to switch the placement of your spells as you'd like. You can also okay, ich sollte die nur untereinander tauschen. Ja, ein bisschen blöd, ne? Füge ein. Habe ich. Okay. Ja, ich bin bereit. Okay. Now, so. Try out your spells if you'd like, or continue. Sometimes talking to your allies is not enough. In those cases, you can use your magic to mark objects in the world. Okay, ich kann jetzt Objekte markieren. Und da kann man aber ganz schön viel machen. Das habe ich gleich wieder alles vergessen, wenn ich da im Spiel bin. Was soll ich machen? Ach da, Lektion 5 markieren. Träger haben die Möglichkeit, Markierungen in der Welt zu platzieren, die andere Träger ihres Teams sehen können. Finde in diesem Minispiel einige der Markierungen, die du setzen kannst, okay? Make sure to identify and mark every object on the list. Hold down the button to preview what object you are about to mark and then let go to mark it. Aha. Ja, hab ich doch. Nicht? Ja, welche Taste denn? Ach so, B. Man sollte auch lesen, ne? Careful. Careful. Okay. Gegner Laterne. Careful. You can always hold down the button to preview what. Ja, mach nochmal, komm. Make sure to identify and mark every object on the list. Hey, there. Hold down the button to preview what object you are about to mark. Ach, da die Laterne. Hey, there. To mark it. Okay. Aber ich krieg den Gegner da nicht, Leute. There is a bad jetzt. Guy. Okay. Nicely done. So. Good communication is vital in the heat of battle. On to the next test. Weißt du noch mehr? Leute, was kommt denn da noch alles, ey? So. Also was man natürlich lernen muss, sind die Karten, wenn man das spielt. Ganz, ganz klar. Lektion 6 kommt hier. As a watcher, you will take on the role of an attacker. Mhm. Ein Mensch kann das angreifende Team gewinnen, indem es das Omega-Gerät scharf macht und dann das gegnerische Team darin ist zu entschärfen. Okay, jetzt werde ich das Omega-Gerät hier erlernen. Was immer es ist, machen wir Start hier. This is the Omega device. Okay. You have to carry it to one of the Ministry's Rift sites. Aim towards it and press. Now make your way over to the Rift site with the Omega device and place it on the control panel. I'll mark it for you. Hä? Ah, jetzt muss ich da hin, ne? Genau. Okay. Wo ist denn das Kontrollding? Ach, da. Das ist aber nett, dass er mir das zeigt, wo das hin muss. Omega on the control panel and arm it by inserting your wand. So. Remember to keep your wand inserted until the Omega is fully charged. Okay. Jetzt muss ich den Zauberstab da drin lassen, bis das voll aufgeladen ist. Well done. The Omega will require some time to be set off. During this period, it's important to keep the Ministry forces at bay and keep them from disarming the Omega. Okay. Once it's set off, the rift will close and the Watchers will have done their job. Hab ich jetzt gewonnen? Yeah, ich hab gewonnen. Zack. On to the next test. Was kommt noch mehr? Wo will er denn mit mir hin, da oben? Ah, Mama. Boah, Leute, das wird ja nun ein reines Tutorial-Video hier, ey. Muss ich hin? Hallo? Ach, da oben. As part of the Ministry, you will take on the role of a defender. Das Omega entschärfen. Habe ich mir gedacht, dass das jetzt kommt, ne? Okay, da muss man das natürlich entschärfen, wenn der Gegner das hat, ganz, ganz klar. So, wie macht man das? Okay, irgendwas will hier irgendwas ist hier beschützt. Ach, der schießt, okay. Was denn? Mach mal hier Heilung. Kann ich mich auch selber heilen? Tatsächlich, guck mal. Riftzeit, this way. Okay, jetzt habe ich wieder. Ach nee, ich wollte das drehen. Na, darf ich jetzt irgendwo hin?
Okay. Jetzt steck ich da den meinen Stab. Was ist das denn? Ich bin gestorben. Oh, Bomber. It's a good idea to clear an area of enemies before trying to disarm. Nee, machen wir nochmal, komm. Ich weiß jetzt, wie es geht. Ach nee. The area will be protected. Ja, ich habe ich jetzt verstanden, okay. 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 Ja, schieß doch mal mit dem anderen Ding in hier, was soll denn das? Verfluchte Axt hier. Just like when you'll hurry over to the rift site, but be careful. The area will be protected. War das besser hier? Komm, ich mach mal. So. Ist er kaputt? So, aber jetzt, ne? So, ich hab noch volles Leben. Okay. So. Ist hier noch irgendwo einer? Ich steck rein das Ding. Komm her, komm her. Leute, da muss ich mich auf den Boden schmeißen, damit der mich nicht trifft. Ja, yeah, so, entschärft. So wie sich das gehört hier. Okay. Okay, endlich. Ich habe auch nur die Hälfte gemerkt. Verstanden habe ich alles, aber gemerkt nur die Hälfte. Okay. Congratulations, Wielder. You've survived our gauntlet of initiation tasks and are ready to join. Okay, ich kann jederzeit das Tutorial nochmal spielen. Okay. Das ist das Tutorial, das lege ich euch auf jeden Fall auch erstmal ans Herz. Macht das. Macht auf jeden Fall Sinn. So, wir haben benutzerdefiniertes Spiel, wir haben Spielen, Freunde, Gruppe, Einladung und wir haben eine Geschichte. Was ist denn die Geschichte? Welcome to London. Okay, das muss. Ne, möchte ich nicht mehr hören. Okay, da könnt ihr euch das nur anhören. Hier haben wir Bestenlisten. Gespielte Matches natürlich 0. Einstellungen mitwirken beenden. Benutzerdefiniertes. Gruppen. Gruppenführer, freier Slot. Also da kann ich jetzt Leute einladen natürlich. Ich habe keine Einladungen. Und spielen. So, er sucht nach einem Spiel. Jetzt gucken wir mal, ob er überhaupt was findet. Das Spiel ist jetzt vor. Ich kann es nicht sehen. Ich habe ein Headset auf meine Uhr. Das Spiel ist aber gefühlt irgendwie vor. Dreiviertelstunde erschienen, ja. Und ich brauche ja 6 Spieler. Und die Frage ist, finde ich so viele? Ich habe übrigens mein Mikro aus, die können mich nicht hören. Hoffe ich. Okay. Hier sind irgendwelche Randoms. Würde deine Klasse. Was weiß denn ich? Dann nochmal das erste. Ja, Zauberstabschütze, das hört sich gut an. Alles bereits gewählt. Mhm. Was muss ich hier machen? Was ist das denn? Kräuterkundige? Ich will keine Kräuterkundentante. Das passt schon, bereit machen. Ich habe eh keine Ahnung. Ja, die Grüße meine, ne? Okay. Habe ich überhaupt irgendwas zu schießen? Over there, everyone. Nee, ich habe falsch gedrückt. Okay. Da schießt schon jemand? Okay, ich hätte ihn fast erwischt, ne? Okay, das sind nur so Pappleute, ne? Der schießt doch hier, verfluchte Axt. Oh, was ist denn das hier für ein... Oh. So, ganz schnell weg hier. Ja, ich wollte weg. Mann, ich hab's ja noch nie gespielt, Leute. Was ist denn? Hallo? Die Sachen fliegen hier so vor mich rum. Was zuschauen? Darf ich nicht mehr mitspielen oder was? Ich will weiterspielen. Okay, ich darf nur zuschauen. Aber ich kann dann, wenn ich zuschaue, hier hin und her fliegen. Okay. Aha, Niederlage. Ich habe nichts verstanden. Das ging mir alles ein bisschen sehr schnell jetzt, ne? Okay. Keine Ahnung. Ist ein bisschen viel auf einmal, oder? Also da muss man sich, glaube ich, absprechen. Nein, wir können blöden Okay, irgendjemand. Ich habe aber hier XP bekommen, obwohl ich ja nichts gemacht habe, ne?
So, das sind die drei Karten. Mehr gibt es nicht, kann ich euch jetzt schon sagen. Ah, ist okay. Okay, ein Tod. Okay. Okay, okay, okay. Ist das egal? Mach mal irgendwas. Hier, mach mal die Pforte oder was? There is a bad guy. Was? Ich bin kein Bad Guy. Ich bin nett. Ich bin sehr nett. Ich stehe mitten im Nirgendwo. Okay. Ich hab doch hier gemacht, die Pforte. Okay, irgendeiner hat die Verbindung getrennt. Also der Host ist jetzt raus. Die Frage ist, was passiert jetzt hier? Alle sind weg. Ich bin gleich alleine. Keiner will mit mir spielen. Keiner will mit mir spielen, Leute. So, wähle deine Klasse. Ich will dir den Zauberstabschützen, den will ich haben. Okay, jetzt warten wir mal, was jetzt passiert. Ja? Also ich bin noch da, ich bin Verteidiger. Okay, es gibt Angreifer und Verteidiger. Aber die Level sehen cool aus. Also das ist kein Vergleich mehr zum ersten Once, ganz wirklich. Es läuft ja auch nur auf der Quest 2. So, Zauberschwerkraftquelle. Ich habe keine Ahnung, was ist denn das andere hier? Der Amboss? Ne, mach mal, hier schützt es ganz Today is the first day of the rest of your life. Which may be quite short. Okay, da hat jemand die Verbindung getrennt. Spiele ich jetzt nur gegen Bots? Okay, ich habe keine Ahnung. Ich nehme das einfach erstmal. Ich weiß, das kann man einstellen. Ich habe jetzt aber... Okay. Das sind Bots. Also man kann wirklich mit Bots spielen. Man könnte da wirklich ein bisschen üben. Ist ja schon mal ganz cool. Okay, das Ding ist scheiße. Okay, das ist irgendwie... Aha. So. Die schießen mich hier gerade selber ab. Okay, wo kann ich denn jetzt hier überhaupt hin, wenn ich irgendwo hin möchte? Also irgendwie das Ding hier ist scheiße. Das gefällt mir nicht. Also meine Waffe. Komm ich nicht hin. Was ist das? Irgend so ein Heildinge, ne? Ja, ich heil den mal. Das ist, achso, das ist zum Einfrieren oder was? Das ist gar kein Heil. Kann ich da jetzt hin? Ne. Wieso komme ich denn hier nicht weg? Ich möchte doch woanders hin. Wieso geht denn das nicht? Hier muss doch irgendwo eine Lampe sein. Aua! Ja, oder was schießt hier? Ach, da hinten, okay. Aber ich komme hier nicht weg. Schaut mal. Okay, gehen wir mal hierher. Okay. Also die Karten muss man natürlich jetzt hier komplett kennen, denn sonst ist man natürlich hier total... Okay, ich habe die Runde gewonnen. Ich habe zwar nicht viel gemacht, aber ich habe die Runde gewonnen. Yeah. Okay, das ist scheiße. Ich gebe mir hier mal sowas anders hier. Gib mir mal das. Und da, das war auch doof, gib mir mal das. Okay. Passt. Okay. Eine Runde machen wir noch, oder? Also wie gesagt, da müsst ihr euch wirklich mega reinfuchsen. Aber ihr habt natürlich jetzt hier alle Möglichkeiten, ne? Euch das selber auszustatten. Welche Zauber und was weiß ich. Und so, los geht's. Zack. Wo ist denn einer? Da hinten, ne? Ja? Da war doch gerade einer. Hab ich den erwischt? Nee, ne? Ach, Sack! Okay. Ich wurde geheilt. Die Uhr läuft herunter. Gnadenlos. Okay. Ausweichen. Ach Scheiße, ich bin so langsam. So, jetzt habe ich wieder nur zuschauen. Ne? Also das finde ich ein bisschen blöd, dass man nicht wieder... Okay, aber ich gucke mal, ob ich irgendwas machen kann, während ich zuschaue. Okay. So ganz habe ich es noch nicht gerafft, was ich hier machen soll, ne? Soll ich nach A, soll ich nach B? Also da lässt mich das Ding jetzt so ein bisschen an Heine, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay. Runde verloren. Omega gesprengt. Okay, es geht wirklich nur um dieses Omega, ne? Aber wenn man tot ist, ist man tot. Das finde ich ein bisschen blöd. Okay. Ne, lass mal, das war ganz, ganz cool. So, einen machen wir noch. Dann reicht es aber, glaube ich, auch. Und ich weiß auch gar nicht, wie man hier rauskommt. Runde 3. Ich weiß ja nicht, wie viele Runden man machen muss. So. Okay, ich will hier weg. Ich weiß doch nicht, so. Okay, das ist ein bisschen blöde da. Da oben ist einer. Was ist das Ding denn hier? Der schießt immer so gut wie gar nicht. Okay, wir gehen nochmal nach da. Okay, irgendeiner schießt und ich raff das noch nicht hier so mit dem Omega-Gedöne. Ach, da hinten sind 44 Meter. Ja, man muss die Karten natürlich kennen, um zu wissen, wie komme ich da hin, ne? Hier ist das Omega-Ding, aber da ist keiner. Ich bin hier alleine. Weiß ich nicht, was ich tue. Ach, was denn hier? Also, ich bin hier mit meinen Zaubern total unzufrieden. Runde verloren, Omega gesprengt. Okay, ihr merkt, ich blicke noch nicht ganz durch. Tut mir auch mega leid. So, wie komme ich jetzt hier raus? Ich drücke mal Menü. Okay, da sieht man dann die ganze Statistik. Ich bin mega schlecht, ne? Aber okay, zum Menü beenden. Jo. So, jetzt gehen wir wieder raus. Ist wie gesagt ein mega kleiner Eindruck von Once. Und das muss man einfach echt mal im richtigen Team spielen. Das macht das, glaube ich, keinen Sinn. Also einfach so mit Random, so man muss sich wirklich absprechen. Und ich habe leider noch nichts freigeschaltet. Hätte ich euch sonst gerne was gezeigt, ne? Oder dass ich hier irgendwie was bauen könnte, hier mit meinen Figuren. Ja, aber das muss man erstmal wirklich alles rausfinden, was kann und was einem zusagt und so weiter. Ja, ich hoffe, ihr konntet trotzdem was jetzt mit diesem kleinen Video anfangen. Ihr merkt, es ist halt das Problem, man braucht 6 Leute, um es wirklich vernünftig vorstellen zu können. Aber technisch sieht es sehr, sehr gut aus. Also Once 1 sieht da echt nicht mehr toll gegen aus. Es ist okay, es ist sehr dynamisch. Aber man muss natürlich auch verstehen, wie das mit dem Omega funktioniert und so weiter. Und wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es auch nur diesen einen Spielmodus. Und derzeit nur 3 Karten. 3 Karten ist natürlich, erstmal hört sich das ein bisschen mehr an. Aber ihr müsst natürlich erstmal alle Karten auch studieren und lernen. Weil das ist, glaube ich, hier sehr, sehr wichtig, dass man weiß, wie komme ich am schnellsten zu Punkt A, B, ne, also Omega. Und wie die Karten überhaupt aufgebaut sind, wo gute Positionen sind und so weiter. Okay, ich mache jetzt hier schon wieder ein halbes Fazit. Ich würde sagen, wir sehen uns dann nochmal richtig zum Fazit. Und deswegen bleibt nochmal ganz, ganz kurz dran und dann sehen wir uns dann nochmal. Ich muss gestehen, im Vorfeld war ich so ein bisschen voreingenommen von dem Dingen, weil Once, der erste Teil, der hat mich nie so wirklich abgeholt, weil es war mir einfach zu schwer, dieses 1 gegen 1. Also Once musste man wirklich erlernen, was man natürlich jetzt bei Once Alliance auch machen muss. Aber ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, weil es sieht erstmal technisch sehr, sehr gut aus. Es ist alles im Deutschen übersetzt. Es wird auch alles sehr gut erklärt, gerade das Tutorial. Obwohl einmal habe ich mich ja ein bisschen blöder angestellt, aber okay, es wird trotzdem gut erklärt. Man findet auch sofort schon Spieler auf den Servern. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, gerade wenn es ein Spiel ist mit 3 gegen 3. Aber wenn nicht genügend Spieler da sind, dann kommen halt Bots zum Zuge. Das finde ich ganz okay, ja, dass man dann trotzdem eine Partie starten kann. Ob die Bots jetzt taugen, ob die schlau sind, das weiß ich natürlich nicht. Aber sie waren schlau genug, um gegen mich zu gewinnen. Okay, also so ganz so blöde scheinen sie nicht zu sein. Ich muss natürlich zu meiner Verteidigung sagen, ich habe das Spiel jetzt vorher nie gespielt. Das ist der frische erste Eindruck. Und ihr habt gesehen, man muss sehr viel lernen. Erstmal die Maps muss man erlernen. Ja, wo kann ich hin? Wo ist dieses Omega-Dingen, was ich da immer scharf schalten soll oder abschalten soll? Welche Zaubersprüche habe ich? Was bewirken die Abklingzeiten der Zaubersprüche? Dann kann ich diese natürlich auch noch upgraden. Ich kann mir verschiedene Charaktere aussuchen. Also ihr merkt schon, man muss sich erstmal richtig reinfuchsen in das Spiel. Man muss es sehr viel spielen, um wirklich sehr viel dann auch zu lernen. Aber dann macht es bestimmt richtig, richtig Laune, weil ich muss sagen, es hat mir besser gefallen wie der erste Teil. Wo man natürlich jetzt einen richtigen Vorteil wahrscheinlich haben wird, wenn man mit einem eingespielten Dreierteam einfach auf Randoms trifft. Weil dann kann man sich
absprechen, kann Strategien entwickeln, Taktiken entwickeln und dann das gegnerische Team natürlich mega, mega in die Zange nehmen. Also ich werde wahrscheinlich irgendwann nochmal in Wands reinschauen, wenn ich ein Team zusammenbekomme und das Ganze dann wirklich mal taktisch probieren, mich vielleicht noch ein bisschen reinspielen und mal schauen, ja, wie tief das Spiel überhaupt noch geht. Ja, das war diesmal ein bisschen anderes Video. Wie gesagt, ne, ich bräuchte eigentlich 6 Mitspieler, hatte ich schon im Intro gesagt. Aber ich glaube, für den ersten Eindruck oder ob ihr euch das kaufen möchtet oder nicht, sollte dieses Video eigentlich auch, ja, langen. Also wenn ihr Wands-Fan der ersten Stunde gewesen seid, dann dürft ihr natürlich bedenkenlos zuschlagen. Allein für den Kurs von 19,99 macht ihr absolut nichts falsch. Auch wenn erstmal nur 3 Maps drin sind, aber die wollen erstmal erlernt werden, erspielt werden. Und da kommt garantiert auch noch neuer Content, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Jetzt bin ich natürlich auf eure Meinung gespannt. Seid ihr Fans des ersten Teils oder seid ihr so wie ich und sagt, nee, der erste Teil, der hat mich nicht so abgeholt, aber der zweite, das könnte mich schon ein bisschen mehr interessieren. Schreibt das gerne mal alles hier in die Kommentare. Und ihr wisst natürlich, alle Kommentare werden von mir gelesen und natürlich auch beantwortet. Dann hoffe ich, dass ihr trotzdem euren Spaß hattet, auch wenn es mehr ein Tutorial-Video war wie ein, ja, Gameplay-Match-Video, und würde mich natürlich dann jetzt über ein Däumchen von euch freuen. Ihr habt meinen Kanal noch nicht abonniert, das finde ich sehr, sehr schade. Macht es doch gerne jetzt, einfach auf den Abo-Button drücken und schon gibt es immer eine Info, wenn es neue Videos von mir gibt. Ich bedanke mich schon mal an dieser Stelle bei euch. Ganz, ganz zum Schluss, wie immer bei meinen Videos, natürlich mein Discord-Server. Vergesst den bitte nicht. Den Link und die Einladung findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und wenn ihr einmal auf meinem Discord angekommen seid, dann findet ihr eine riesige Community, die natürlich mega, mega nett ist, keine Frage. Und dann könnt ihr Multiplayer-Partien aussuchen. Ihr findet den täglichen Deal der Quest, sämtliche App-Lab-Neuveröffentlichungen. Euch wird geholfen mit Tipps und Tricks, wenn ihr mal Probleme habt. Ihr findet kleine gelegentliche Gewinnspiele und den Multiplayer-Mittwoch mit mir, wo ihr mit mir oder auch gegen mich spielen könnt. Ich stelle dort regelmäßig Spiele online, wo ihr euch eintragen könnt, und dann wird das Ganze auch noch in Videoform festgehalten und dann könnt ihr ein Teil dieses Kanals werden. Ich würde mich jetzt auf jeden Fall riesig, riesig freuen, euch demnächst mal auf meinem Discord persönlich begrüßen zu dürfen. Dann als kleinen Rausschmeißer hier zu meiner Seite, Listen mit meinen Videos, stöbert dann auch gerne durch, da wünsche ich euch sehr viel Spaß mit. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Schönen Abend, schöne Woche, wie gewohnt, euer Sascha.